Orientierung gegeben haben in diesen traditionellen Weg, ja, dass die Frau ja einfach hinter dem Mann steht, dass sie sich nach dem Mann richtet, sich nach dem Das Mann. hat dir aber ein Mann, das hat dir aber ein Mann erzählt, oder? Hat mir Mann erzählt. Das ist Und schon klar. Für das neue Zeitalter, dass männlich und weiblich, Mann und Frau wirklich wieder Hand in Hand miteinander gehen. Und das ist ja jetzt in dieser Zeit eben nicht der Fall. Es herrscht ja immer noch dieser Krieg der Geschlechter. plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt. Herzlich willkommen zum heutigen Harmony Talk. Ich freue mich, heute Alicia Kusumitra begrüßen zu dürfen. Alicia lebt mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihren 8 Kindern in Guatemala und wurde dort auch von den Maya-Ältesten in Guatemala in das alte Wissen eingeweiht. Und ihre Bestimmung ist es, dieses Wissen, dieses alte Wissen nach Europa zu bringen. Und viele Weisheiten sind einfach in der Zeit vergessen worden. Und auch das Wissen um Weiblichkeit und Männlichkeit, um das wahre Wissen darüber. Und darüber freue ich mich, heute mit dir zu sprechen, liebe Alicia. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, liebe Kathleen. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Ja, viele Menschen, viele Frauen sind gerade so ein bisschen im Zweifel. Also vor allen Dingen auch ich, mich hat es jetzt auch getroffen, wo ich sage, was ist denn Weiblichkeit? Also es ist so viel verdreht und manipuliert und irgendwie haben wir wirklich vergessen, was das einfach bedeutet, wirklich weiblich zu sein. Ich bin so eine Frau, ich bin 71 geboren, da ist schon so Emanzipation und ich wollte genau die gleiche Bildung wie die Männer und das gleiche Studium. Und ich war am Job sehr erfolgreich. Ich war ja in einem Weltkonzern tätig im Medizinproduktebereich und wollte Kinder und wollte Familie, ich wollte alles. Und es hat mich sehr erschöpft. Und jetzt war so die letzten Monate, bin ich eher so, habe ich Menschen, also auch Menschen gefunden, die mir so Orientierung gegeben haben in diesen traditionellen Weg, ja, dass die Frau ja einfach hinter dem Mann steht, dass sie sich nach dem Mann richtet, sich nach dem Das Mann. hat dir aber ein Mann, das hat dir aber ein Mann erzählt, oder? Hat mir Mann erzählt. Das ist Und schon klar. Ganz ehrlich, Alicia, da habe ich habe da eine Orientierung bekommen, weil ich natürlich Themen hatte in meiner Partnerschaft und es hat einfach sich nicht stimmig angefühlt. Und da habe ich doch gedacht, sprich mal eine Nachricht zu Alicia, brauche mal ein Gespräch mit dir, ein Harmony Talk, weil es hat sich nicht richtig angefühlt. Und deshalb meine erste Frage, was hat sich da nicht richtig jetzt gerade für dich angehört? Dass die Frau hinter dem Mann steht. Das ist was Patriarchales. Na, also das ist definitiv was ganz Veraltetes und das war mir schon klar, dass es von einem Mann gekommen ist, von einem Mann, der nicht in seiner Kraft ist natürlich. Also meine Nana, meine Lehrerin hat zu mir gesagt, dass für die Maya Mann und Frau gleichwertig waren. Sie sind nicht gleich, ne? Sie sind schon unterschiedlich. Aber sie sind auf gleicher Höhe miteinander. Ja? Denn das ist ja, was die Harmonie ausmacht. Das ist das Yin-Yang-Symbol zum Beispiel, weißt du? Und da steht nicht der eine vor dem anderen. Das ist natürlich nicht so. Das Ziel ist es natürlich, dass Mann und Frau jeweils ihre eigene Kraft entfalten und in ihrer Kraft gemeinsam Hand in Hand miteinander gehen. Ja. Und nicht der eine steht vor dem anderen. Also das ist wirklich, wie gesagt, auch das veraltete Weltbild. Ich meine, das patriarchale Weltbild. Es ist ja einfach so, da hast du vollkommen recht, wir wissen überhaupt gar nicht mehr, was Mann und Frau bedeutet. Wir wissen es einfach nicht. Was haben wir gelernt? Weil wenn du schaust, was haben unsere Mütter gelernt? Die haben wirklich noch gelernt, ja, Frauen hier hinterm Kochpott und so, ne?
Also bis wir, ich glaube, das war sogar bis Ende der 70er Jahre, dass Frauen ihren Mann, also dass sie die schriftliche Erlaubnis ihres Mannes brauchten, um arbeiten zu gehen. Bist du in der DDR aufgewachsen oder Ja, Westdeutschland? mit einer Ah, okay, da war DDR. es vielleicht nochmal anders, aber bei uns im Westen war es halt so, das weiß ich nicht, wie es bei euch war. Ich glaube, Frauen haben da schon eher gearbeitet, ne? Aber also so war es halt eben einfach bei uns. Und dass es eher unüblich war, dass Frauen arbeiten gegangen sind, ne? Und die Generation von meiner Oma natürlich noch mal anders. Gut, da kam noch der Krieg, da mussten dann auch viele Frauen arbeiten, um zu überleben und ihre Kinder überleben zu lassen. Aber da wurde einfach sehr, sehr viel Chaos geschaffen. Und auch die Jahrtausende davor, ich meine, wir leben seit Jahrtausenden im Patriarchat. Und da wurden ja sowohl die weibliche als auch die männliche Kraft total unterdrückt. Also wenn wir wirklich wissen wollen, was bedeutet es, dann können wir natürlich nur in uns forschen und uns selber wieder entdecken, fernab von dem, was die Medien uns heute erzählen, weil heute ist es natürlich noch mal ganz anders. Also heute ist ja zum Beispiel das Muttersein total verpönt. Also Mütter braucht man nicht mehr. Das heißt, es soll jetzt auch künstliche Gebärmütter geben, ne, weil, ne, wozu denn Mutter? Und auch, dass die Kinder sofort in die Kita kommen und so weiter. Also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt der Mutter, aber natürlich nicht der Frau, aber natürlich nicht der einzige. Frau hat genau wie der Mann auch ganz viele Aspekte in sich. Aber das Muttersein, ja, das ist ein Aspekt, der in uns ist, egal ob wir uns entscheiden, physische Mütter zu sein oder nicht. Wir haben alle dieses Mütterliche in uns. Das ist auch Teil der Weiblichkeit. Und weil, wie gesagt, wir haben noch so viel anderes in uns. Und das ist jetzt so die Zeit, das ist ja auch eine Prophezeiung bei den Urvölkern, dass die urweibliche Kraft zurückkehrt. Und dass mit der urweiblichen Kraft auch die urmännliche Kraft zurückkehrt. Und die Prophezeiung ist für das neue Zeitalter, dass männlich und weiblich, Mann und Frau wirklich wieder Hand in Hand miteinander gehen. Und das ist ja jetzt in dieser Zeit eben nicht der Fall. Es herrscht ja immer noch dieser Krieg der Geschlechter. Es ist immer noch so, egal wohin du schaust, Trennungen, Mann, Frau betrügen sich, beschimpfen sich, es Scheidungen, immer mehr Scheidungen anstatt weniger. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass wir nicht im Einklang sind, dass da eben noch kein Frieden ist, dass da immer noch unglaublich viele Verletzungen zwischen uns sind und auch viele Lügen und Manipulationen zwischen uns sind. Weil, wie gesagt, wir wissen ja gar nicht mehr, was bedeutet es wirklich Frau und was bedeutet es Mann zu sein. Und als ich jung war, wusste ich das auch nicht. Wenn wir überlegen, was hatten wir für Vorbilder? Mutter und Vater, Lehrer, die Medien. Und was hat man uns da erzählt übers Mann und Frau sein? Also uns hat man damals in der Schule schon erzählt, wir wären gleichberechtigt. Aber diese Gleichberechtigung, die bezog ja die Weiblichkeit gar nicht ein. Das war ja eine sogenannte Gleichberechtigung in einer patriarchal gesteuerten Welt. Was soll das für eine Gleichberechtigung sein? Das funktioniert nicht, weil wir Frauen sind ja zyklische Wesen. Schon alleine, dass wir unsere Blutung verstecken müssen, dass wir wie bei den Urvölkern nicht mehr die Zeit kriegen, um unser Blut frei fließen zu lassen, um uns in dieser Zeit zurückzuziehen. Das zeigt ja, dass die weibliche Kraft in unserer Welt nicht berücksichtigt ist. Die hohe Kaiserschnittrate von über 30% in Deutschland, Österreich, Schweiz zeigt, dass die weibliche Kraft immer noch unterdrückt und missbraucht wird und dass die weibliche Kraft in der Welt nichts zählt und nichts wert ist. Na, es wird immer von Genitalverstümmelungen in Afrika gesprochen, aber Frauen erleben das genauso. Es gibt kaum eine Frau, die nicht bei irgendeiner Geburt eine Genitalverstümmelung erlebt hat. Ich sage das echt ganz bewusst. Ich habe gerade von einer Frau gehört, die hat einen Dammschnitt bei der Geburt bekommen und die hat 35 Jahre später immer noch Probleme. Also was ist das, wenn nicht Verstümmelung, wenn nicht Missbrauch an der weiblichen Kraft? Und ich weiß, dass solche Themen triggern, das hört man nicht gerne, das hört Frau auch nicht gerne, was da immer noch passiert in unserer westlichen Welt, in unserem eigenen Leben. Dieses Thema Missbrauch ist so groß und mit Missbrauch hat man die weibliche und männliche Kraft auch klein gehalten. Das war tatsächlich so, dass Kriegsherren Vergewaltigung befohlen haben, um die weibliche Kraft zu schwächen und aber auch um die männliche Kraft zu schwächen. Denn wenn Frau missbraucht wird, das macht was mit ihrer ganzen Familie. Das schwächt dann auch den Mann in seiner Kraft.
der dann das Gefühl hat, er kann Frau ja gar nicht verteidigen und beschützen, kann das Leben nicht schützen. Ja, also das macht was und das zerstört und das trennt. Und das ist, wie gesagt, im Patriarchat immer wieder und immer wieder geschehen und geschieht bis heute. Und das sind diese Muster der Unterdrückung. Und aber heute ist der Krieg natürlich noch anders über die Medien, wo uns in den Medien vorgelebt wird, wie Frau und wie Mann sein müssen. Ich habe das gerade gestern erfahren, Kathleen, das hat mich echt schockiert, muss ich sagen. Robert und ich haben ein Video gemacht, auch über so die, über die heilige Sexualität und wie viel da verdreht wurde, dass uns erzählt wird, in unserer Welt Pornos zum Beispiel sind normal. Ja, doch wenn sich zum Beispiel ein Mann einen Porno anguckt, dann stellt er sich ja vor, er hat Sex mit dieser Frau. Das heißt, es ist Missbrauch. Zum einen an der Frau, auch wenn er ihren Namen nicht kennt, und zum anderen bringt er diese Energie auch mit in seine Familie. Na, so sehen das die Urvölker. Da wird nicht drüber gesprochen. Wie gesagt, es wird uns als normal verkauft, aber es ist einfach nicht normal. Und eine unserer Schülerinnen, die ist Sexualtherapeutin schon sehr lange, die hat da sehr tief geforscht und die hat mir erzählt, dass es in der heutigen Zeit tatsächlich so ist, dass auch mittlerweile 30% der Frauen pornosüchtig sind. Und sie hat auch gesagt, es kommt durch die Medien. Das wird uns so vermittelt, dass das normal ist. Und es wird uns so vieles andere gezeigt, dass es normal ist. Zum Beispiel One-Night-Stands, zum Beispiel unseren Partner, unsere Partnerin zu betrügen. Dass wir Frauen ja auch arbeiten gehen, dass wir ohne unsere Kinder sind, dass unsere Kinder im Krankenhaus geboren werden, im eigenen Bett schlafen. Das wird uns immer wieder durch Hollywood-Filme vermarktet. Und natürlich macht das was mit den Menschen. Du kannst natürlich viel erzählen, du bist nicht manipulierbar, doch wie manipulierbar die Menschheit ist, hast du in den 3 Jahren Covid gesehen. Ne? Obwohl die Zahlen ganz klar waren, es war keine Pandemie, es war eine sogar geringfügigere Grippe als im Jahr davor, haben Millionen Menschen Panik vor einer Pandemie gehabt und haben deshalb alles gemacht, was die Regierung wollte. Also da siehst du, wie manipulierbar tatsächlich die Menschen durch Medien sind und in wie kurzer Zeit. Mit uns macht man es aber permanent im Leben. Man weiß das, wenn man sich damit beschäftigt hat, das soll jetzt immer krasser werden. Frühsexualisierung bereits im Kindergartenalter, sollen die Kinder nun sexualisiert werden. Ja, und das ist einfach ein Verbrechen an der Menschheit. Das ist eine Entweiblichung, eine noch tiefere Entweiblichung, Entmännlichung und Trennung zwischen den Geschlechtern. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir hinschauen und dass wir wieder beginnen, erstmal den Missbrauch in unserem Leben anzuschauen, die Manipulationen anzuschauen und zu verstehen, wie viel davon tatsächlich Lüge ist. Und je mehr wir das tun, desto mehr durchbrechen wir diese Gefängnisse, in die man uns gesetzt hat. Und dann werden wir frei zu entdecken, okay, wer bin ich denn als Frau? Und weißt du, so ähnlich war auch mein persönlicher Weg. Mein Weg begann mit Missbrauch. Beziehungsweise eigentlich begann mein Weg mit einer sehr kraftvollen Geburt, nämlich der meiner fast 22 Jahre alten Tochter. Da habe ich eine Urkraft in mir gespürt, von der mir niemand erzählt hatte. Heute weiß ich, es war die weibliche Kraft. Doch die letzte Viertelstunde musste der Arzt gerufen werden, weil ich in den Presswehen war, laut Krankenhausrichtlinien. Und der hat es geschafft, mich aus dieser Energie rauszuziehen, mich in den Frauenarztstuhl zu befördern, dreimal ohne Betäubung in meine Yoni zu schneiden. Und jetzt frage ich euch Frauen, was ist das anders als Missbrauch und Vergewaltigung? Und mein Kind mit der Sauglocke aus mir rauszuzerren. Und es war ein Trauma für mich, für mein Kind, für meinen Mann. Und dieses Trauma war spürbar. Meine Tochter ist jede Nacht zur Stunde ihrer Geburt aufgewacht. Jede Nacht. Mindestens ein halbes Jahr. Und hat geweint. Ich hatte über ein halbes Jahr Schmerzen. Und da redet man ja nicht drüber, weil man muss ja dem Arzt noch dankbar für diese Vergewaltigung sein. So vermittelt man uns das. Weil wir Frauen sind ja zu doof zum Gebären. Das schaffen wir ja nicht. Ist so. Leider vermittelt man uns das in unserer Gesellschaft. Und aber das war mein Erwachensweg. Das hat mich aufgerüttelt, weil ich habe erkannt, es stimmt nicht, was man mir erzählt. Das ist überhaupt nicht wahr. Da war gar keine Gefahr. Ich hätte das locker geschafft, mein Kind zu gebären. Und dadurch ist Trauma entstanden, Missbrauch entstanden. Und ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe zugestimmt, aus Angst. Ich habe mich mit Angst manipulieren lassen, dass ich schuld bin, wenn meinem Kind was geschieht. Ich habe also mitgemacht. Ich habe zugestimmt, diesem Missbrauch. Und dann war es an mir, wirklich in mein Leben zu schauen. Wie oft ist das schon passiert, in mir, in meiner Ahnenlinie, wirklich, wirklich tief zu tauchen nach diesem Missbrauchsfeld.
Und das aufzudecken und mich zu entscheiden, wieder zu entdecken, wer bin ich als Frau und was sind meine Grenzen als Frau. Und das kann ich ja nur erkennen, meine Grenzen als Frau, wenn ich wieder erkenne, als Frau bin ich heilig. Als Mann bist du natürlich auch heilig. Und das war so meine Reise, die mich dann ja auch hier zu den Maya geführt hat, zu den Urvölkern, wo das noch zumindest teilweise gelebt wird. Auch hier versucht man natürlich, die Menschen vergessen zu machen. Und es ist einfach so, diese Heiligkeit der Frau, die ist für alle Urvölker ganz besonders. Warum? Weil sie Tochter der Erde ist, weil sie den Schoßraum hat, die Gebärmutter, weil in ihr das Leben wächst, weil aus ihr das Leben geboren wird und zwar nur aus ihr. Sie ist die Einzige neben Mama Erde und allen anderen Frauen, die das Portal in dieses Leben ist. Und sie ist auch die, die das Leben nährt mit ihrer Liebe, mit ihren Brüsten. Ja, und deswegen ist Frau heilig. Sie wird als Kraftquelle des Lebens gesehen. Ein Kogi sagte mal zu mir, als Männer sind wir alle die spirituellen Ehemänner von Mutter Erde. Wir sind hier, um sie zu ehren, zu lieben, zu schützen, über sie zu wachen. Und genauso über die gesamte weibliche Kraft in jeder Frau. Na, also eine große Ehrerbietung. Und du siehst es ja, dass wir diese Ehrerbietung für das Weibliche nicht mehr haben, auch wie wir unsere Mutter Erde behandeln. Minen, Pestizide, Chemtrails. Du siehst einfach, wir behandeln unsere Mutter, die urweibliche Göttin, nicht gut. Und wie wir die urweibliche Mutter behandeln, so behandelt man auch die Frauen hier in dieser Welt. Na, und ich möchte jetzt auch gar nicht die Männer als Buhmänner dastehen lassen. Ne? Denn es beginnt ja mit uns. Das heißt, wir Frauen dürfen mit uns beginnen, so wie die Männer mit sich beginnen dürfen. Die Männer dürfen auch wieder ihre Heiligkeit erkennen. Das heißt, wir dürfen wieder beginnen, wieder Schoßraumarbeit zu machen, in Verbindung mit unserem heiligen Schoßzentrum, das ja auch Sitz unserer Schöpferkraft ist, zu kommen. Wir dürfen wieder entdecken, wer bin ich, fernab von dem, was man mir erzählt hat, wer ich sein soll, wer ich nicht sein darf. Und das beginnt zum Beispiel, dass wir einfach mal zulassen, die Gefühle, die in uns sind. Weil wie oft verurteilen wir uns? Zum Beispiel Wut ist ein Riesenthema. Könnt gerne darunter schreiben, wenn ihr kein Thema mit Wut habt. Aber ich glaube es nicht. Wobei ich tatsächlich Frauen kennengelernt habe, die konnten nicht wütend sein. Da war die Wut so tief eingegraben, weil sie so tief geglaubt haben, Wut ist böse. Wut ist aber auch ein Aspekt von uns. Und ich meine jetzt nicht die Wut, wo ich zerstörerisch bin und andere angreife oder mich selber zerstöre, die Wut, weil ich die Wut in mich reinfresse und später Krebs bekomme oder so, sondern ich meine wirklich den heiligen Zorn der Göttin. Das heißt, wenn Frau sieht und Frau sieht es zuerst, dass irgendwo Ungleichgewicht herrscht. Warum? Weil sie über ihren Schoßraum so tief mit diesem Bauchgefühl, mit der Erde verbunden ist. Es gibt eine wahre Geschichte. Die muss ich hier kurz sagen an dieser Stelle. Ein Ureinwohner, ein Häuptling, war in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Europa. Und er schaute sich Europa an, die Zerstörung, Umweltverschmutzung, Vergessen. Und er sagte er zu den Menschen: Was ist mit euren Frauen passiert? Was ist mit euren Frauen los? Warum machen die nichts dagegen? Ja, wie gesagt, weil Frauen spüren es. Sie spüren, wenn es Mutter Erde nicht gut geht, als erstes. Nicht, dass die Männer das nicht spüren, aber Frauen spüren es aufgrund ihrer Intuition und tiefen Verbindung zur Erde als erstes. Und aber man hat ja diese Schoßraumstimme eben durch Missbrauch klein gehalten. Und damit auch diese Stimme hier. Man hat uns unser Leben lang erzählt, die wütende Frau ist schlecht. Sie ist böse. Hysterisch, hysterisch. Hysterisch oder launisch oder sie ist eine Hexe. Na, also, die Frau wurde ja generell dämonisiert, aber besonders die kraftvolle Frau. Denkt an Lilith. Lilith, die Urgöttin, die es viele Jahrtausende vor der Bibel gab, mit der ja übrigens das Patriarchat eingeläutet wurde. Also die Bibel ist eine manipulative Schrift, die geschrieben wurde, um die Menschen klein zu halten. Nichts weiter. Und die wahren Schriften, die wurden ja unterdrückt oder verdreht, sind die auch, ne? Also ich bin kein Fan von der Bibel und von der Kirche, wie ihr schon merkt. Ja, auf jeden Fall, die Lilith, die Urgöttin, die hat sich nicht hinter Adam gestellt.
Und die hat sich auch nicht unter Adam gelegt. Und so ist sie abgehauen aus dem Paradies. Und was ist da mit ihr passiert? Sie wurde von der Bibel zur Dämonin geschrieben oder ganz rausgeschrieben und als Kinderfresserin dargestellt. Ja, klar, die hysterische Frau, ne? Die Frau mit dem heiligen Zorn, die Kali, die ganz klar spürt, wenn etwas im Ungleichgewicht ist und die dafür aufsteht. Und was meinst du, wie sehr ich mir diese Frau gewünscht habe, als diese Covid-Jahre waren? Als ich das mitgekriegt habe, was da mit den Kindern passiert. Kinder, die sich unter ihren Masken übergeben, Kinder, die nicht mehr zur Schule wollen, Kinder, die, ich habe es gehört von einem Kind persönlich, ein Kind, das gesagt hat, ich will manchmal sterben, ein 7-jähriges Kind, wegen dieser Maske. Und wie sehr habe ich mir da diese heiligen Zornfrauen gewünscht, die aufstehen für ihre Kinder und damit für das Leben einstehen. Und wo sind diese Frauen? Klein gehalten, trauen sich nicht. Trauen sich nicht, ihre Stimme zu erheben. Trauen sich nicht, hervorzutreten hinter dem Mann. Sie trauen sich nicht, ja, weil diese Muster noch so tief sind. Und diese Frauen brauchen wir. Wir brauchen diese Frauen, die ganz klar sind, die ganz wahrhaftig sind, die aufhören, sich zu schämen, dass sie falsch sind, sondern die ganz genau fühlen, wenn ich heiligen Zorn in mir spüre, ist das richtig? Dann ist das richtig. Weißt du, also diese Kraft lebe ich schon sehr lange in mir. Ich hatte auch mal Angst vor dieser Kraft, das will ich nicht verheimlichen oder sowas, aber ich lebe sie schon sehr lange. Ich habe sie auch immer in mir gespürt und ich habe auch immer gehabt, das Gefühl gehabt, das hat man mir vermittelt, das ist böse, diese Kraft. Aber wie gesagt, das ist die Kraft, die das Leben schützt und die spürt, wenn das Leben nicht im Gleichgewicht ist. Und als meine Tochter, die dieses Jahr 22 wird, 10 Jahre alt war, da hatte sie Kunstunterricht und es stellte sich heraus, dass ihr Lehrer pädophil ist. Sie ist nicht missbraucht worden von ihm. Aber er hat ihr seine Liebe gestanden und hat sich verraten. Er konnte es nicht abwarten. Und wir haben dem natürlich einen Riegel davor geschoben. Und da ist auch diese Kali in mir rausgekommen. Ich bin für meine Tochter eingestanden. Mein Mann und ich, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um unsere Tochter nicht nur zu schützen, sondern auch um die Wahrheit herauszubekommen. Und wir haben sie rausgekriegt. Wir haben dann eine junge Frau gefunden, die war 25 und die war von ihrem 8. bis zum 13. Lebensjahr sexuell von ihm missbraucht worden. Und sie hat noch viele weitere gefunden, die damals mit ihr Unterricht hatten. Aber die wollten alle nicht sprechen. Die konnten alle nicht sprechen vor Scham und Schuld. Sie hat gesprochen, Angelina hat gesprochen. Und er ist 56 Jahre hier ins Gefängnis gekommen. In Guatemala wird es sehr hart bestraft. Er ist übrigens kein Maya, muss ich an dieser Stelle sagen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ich habe viel gesehen bei Frauen, die mir ihre Geschichten erzählt haben, die auch Missbrauch erlebt haben, manchmal sogar in der eigenen Familie. Und die den Mut hatten, es ihren Müttern zu sagen und wo die Mütter ihnen nicht geholfen haben, wo die Mütter nichts gemacht haben, wo sie sogar noch Sprüche gehört haben, du bist ja selber schuld. Oder das Schlimmste, was ich je gehört habe, war bei Kindesmissbrauch durch den eigenen Vater, wo die Mutter zum Kind gesagt hat, du hast deinen Vater ja verführt, zu einem 4, 5 Jahre alten Mädchen. Und das ist einfach super tragisch, was da geschieht. Und warum können Mütter das nicht? Weißt du, und es geht mir hier nicht um Schuld, den Schuldigen suchen. Ich möchte aufzeigen, warum können Mütter das nicht? Genau wegen dem, was ich gesagt habe. So lange klein gehalten, so lange ist diese Stimme des heiligen Zorns in uns schon unterdrückt. Aber das ist ein Aspekt unserer Weiblichkeit. Und das ist wichtig, dass wir da wieder hinschauen. Und genauso ist auch ein Aspekt unserer Weiblichkeit die Mütterlichkeit. Ne? Die tiefe Liebe zu allem Leben, dieses bedingungslos auch zu lieben. Das ist auch ein Aspekt und der darf auch in unserer Welt nicht mehr sein. Ne? Und so vieles, auch die freie, wilde Frau, die unbezähmbare Frau oder die weise Älteste, auch die ist in unserer Welt nicht mehr gewollt. Ich spreche jetzt halt hier mehr über Frauen, aber ihr Männer, ihr könnt natürlich für euch schauen. Es geht mir in keinem Maße darum, Männer als die Bösen darzustellen. Das sehe ich nicht so. Ich weiß, dass Männer eben genauso unter dem Patriarchat gelitten haben und dass sie ihrer Kraft auch beschnitten wurden.
Na? Und so könnt ihr das natürlich auch für euch einsetzen. Auch ihr dürft nicht mehr eure Kraft und eure natürliche Aggression leben, die ihr auch braucht, um das Leben zu schützen. Na? Und viele Männer sind einfach von dieser Kraft ebenso durchtrennt, abgetrennt und schämen sich dafür, wie sie wirklich sind. Na, und Männer haben natürlich auch den Vateraspekt in sich. Auch sie tragen Sensibilität und Gefühle in sich. Aber alles durfte nicht sein. Und es wurde so verdreht in unserer Welt. Und das ist so wichtig, dass wir da jetzt hinschauen. Wirklich offen hinschauen. Und das triggert. Das triggert, das ist schmerzhaft. Es sind so viele Verletzungen passiert. Und um jetzt zurückzukommen am Anfang unseres Gespräches. Nein, Frau steht nicht hinter dem Mann und Mann aber auch nicht hinter der Frau. Wir stehen nebeneinander. Wir bilden einen Kreis miteinander. Wenn wir Kinder haben, auch um unsere Kinder herum oder wenn sie größer sind, mit unseren Kindern zusammen. Und das ist das, was wieder so wichtig ist. Und du hattest mir ja deine Geschichte auch gesagt, weißt du, dass du kannst niemals sagen, von Frau ist die Aufgabe, sich nur um die Kinder zu kümmern. Wie kannst du denn sowas sagen? Ja, das ist ein Aspekt von uns, dass wir Mutter sind. Ne? Und ja, es gibt auch Mamas, für die ist das die absolute Bestimmung. Und Zumindest für einen Teil dann ist ihres es ja Lebens. gut, ne? Und dann ist es Bitte? auch, und dann ist es auch in Ordnung, Ja, wenn die dann ist Frau es. das möchte, ne? Genau, dann ist es absolut in Ordnung, wenn die Frau das möchte. Und es gibt aber auch viele Frauen, und jetzt in dieser Zeit des Wandels sowieso, viele Frauen, die auch noch eine andere Bestimmung haben. Also ich bin ja der Meinung, jede Frau hat noch eine andere Bestimmung. Aber neben dem Muttersein, wenn sie sich dann fürs Muttersein entscheidet. Aber manchmal ist es einfach ja auch schrittweise, weißt du? Manchmal bist du 5 Jahre einfach nur in Anführungszeichen Mutter und in dem Moment ist das deine Erfüllung. Na, bei mir war das ja auch so. Also ich wollte immer Mutter sein. Ich wusste auch, dass ich viele Kinder kriegen werde schon als Kind. Und das hat mich schon sehr glücklich gemacht damals in meinen beiden Großen. Ich war zu Hause, Robert hat gearbeitet. Ich war viel mit denen auf Homeschool-Freilerntreffen. Unsere Kinder sind ja Freilernerkinder. Aber irgendwann habe ich dann auch so eine Leere in mir gespürt und habe ich gedacht, das macht mich glücklich, meine Kinder sind glücklich, aber das war's nicht. Das war's nicht. Und dann habe ich mich ja auf die Suche gemacht. Diese Suche hat mich ja hierher geführt nach Zentralamerika. Und dann habe ich ja hier rausgefunden, oder die Maya-Ältesten haben es mir ja gesagt, dass meine Aufgabe ist, Priesterin zu sein. Und ich muss dir sagen, ich habe damit gehadert. Ich habe damit sehr gehadert, zum einen während meines Einweihungswegs, weil ich auch durch tiefen Schmerz gegangen bin. Also ich musste auch alles aufdecken, den Missbrauch in mir, in meiner Ahnenlinie, also alles heilen. Das war furchtbar. Da kommt ja eine Schicht nach der anderen hoch. Und da hatte ich dann auch oft das Gefühl, boah, ich kann meinen Kindern gar nicht gerecht werden. Ich gehe hier durch eine Transformationswelle nach der anderen. Und es war ein wichtiger Mann in meinem Leben, der mir wichtige Worte damals gesagt hat. Das war mein Bruder. Er hat zu mir gesagt, guck mal, du bist keine schlechte Mutter. Du gehst ja diesen Weg für deine Kinder. Das ist diesen Befreiungsweg, gehst du auch für deine Kinder. Und deine Kinder wussten auch als Seelen, was geschehen wird. Und das hat mir damals sehr geholfen. Und ich kann heute natürlich auch sagen, unsere Kinder waren dabei, sogar als wir eingeweiht wurden. Und ich kann sagen, das war das Beste für meine Kinder. Also meine Kinder sind jetzt schon in so jungem Alter, sie sind einfach spirituell. Weißt du, sie müssen nicht durch diesen ganzen Wust, wie wir gehen. Sie gehen jetzt schon den spirituellen Weg. Die haben so tiefe Erkenntnisse, die leben so ein bewusstes Leben. Und das weiß ich natürlich, das liegt auch an uns, ne? Weil wir diesen Weg gegangen sind. Also das war gut, dass sie das mitgegangen sind. Auch, dass sie gesehen haben, dass das Leben eben nicht schmerzfrei abgeht. Das sehe ich oft in der westlichen Welt, dass wir meinen, wir müssen unsere Kinder vor allem schützen. Aber das können wir nicht. Besser ist, wir nehmen sie mit und zeigen ihnen, wie sie mit Herausforderungen umgehen. Und dann, als ich eingeweiht war, hatte ich das dann wieder, weil dann habe ich immer meine Mama vor Augen gehabt, die wirklich eine sehr hingebungsvolle Mutter war und die auch. Bis ich Teenager war, hat sie nicht gearbeitet. Da war sie wirklich mit uns drei Kindern zu Hause. Dann, als ich Teenager war, ich weiß nicht mehr wie alt, 13, 15, hat sie dann angefangen, als Tennistrainerin zu arbeiten. Das war ihre große Leidenschaft. Aber bis dahin war sie immer da. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt arbeite als Priesterin,
dann bin ich keine gute Mama mehr. Aber das war ja das, was man mir auch vermittelt hat in der Gesellschaft, weißt du, oder auch in meinem Leben. Und dann habe ich entschieden, okay, ich warte, bis meine Kinder groß sind, und ich wette, das kennen viele Mütter. Und als ich diese Entscheidung nur ausgesprochen, nur gedacht habe, ging es mir plötzlich schlecht. Und die nächsten Tage ging es mir noch schlechter. Und da habe ich so gespürt, wow, meine Seele erzählt mir, zeigt mir jetzt über meinen Körper, nein. Du musst deine Bestimmung leben, dafür bist du hier. Und dann habe ich damals mit meinen Kindern geredet. Meine Tochter war da schon, weiß nicht, 12, 13. Und dann hat sie zu mir gesagt, Mama, wir wollen, dass du glücklich bist. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Wenn wir nicht unseres Leben und es in uns verschließen, glaubst du im Ernst, das geht spurlos an deinen Kindern vorbei? Die spüren das energetisch. Du lebst ihnen damit vor, für deine Kinder oder für andere musst du deine Bestimmung, deinen Seelenruf unterdrücken. Das gibst du dann mit deinen Kindern weiter. Und dann ist es mir so bewusst dann plötzlich geworden, wow, wie viel lade ich meinen Kindern auch damit auf die Schultern? Wegen euch lebe ich meine Bestimmung nicht. Wow, und da habe ich gemerkt, nee, das kann ich nicht machen. Ich bin ja hierher gekommen in meinem Seelenplan. Und dann kann ich auch darauf vertrauen, dass all die Seelen, die mich begleiten, mit denen ich zusammen bin, das wussten und den Weg mit mir gehen. Und dann habe ich damals entschieden, ich tue es. Und für mich war immer klar, ich mache es mit meiner Familie und ich wiederhole nicht diese Trennung, die wir in der Welt so sehen. Kinder gebe ich jetzt in die Schule, in den Kindergarten, ne? Und ich lebe jetzt meine Bestimmung. Nein, mit meinen Kindern. Das haben wir hier in Guatemala schon so erlebt, dass die Mütter das hier machen. Na, wenn die arbeiten gehen, sei es ihre Sachen auf dem Markt verkaufen oder einen Laden haben, die Kinder sind immer dabei. Und das war damals, wir hatten hier ja mal ein veganes Restaurant, bevor wir Priester wurden. Und da waren unsere Kinder einfach auch immer dabei. Ja, und es gab manchmal Menschen, die hat es gestört. Das waren aber immer westliche Menschen. Und gut, wenn die das stört, haben die das Problem und nicht ich. Ne? Und so habe ich das kultiviert. Und dann habe ich damals ja angefangen, also ich habe erst angefangen, Frauenkreise vor Ort zu machen, Zeremonien vor Ort zu machen. Und dann kam ja schon der Ruf nach meinem ersten Online-Kongress. Und da habe ich ja auch erst gedacht, wie soll das gehen? Aber das ging dann. Ich hab, muss ja nicht in alle Interviews hintereinander machen, was da einmal da ein Interview, 2 Tage später da ein Interview. Das kannst du dir ja einteilen. Und ich hatte schon große Kinder, die haben dann aufgepasst, ne? Und ich wusste, meinen Kindern geht's gut. Und ich habe immer gesagt, wenn irgendwas ist, dürft ihr natürlich kommen. Also Kinder gehen vor. Na, das wissen Sie auch jetzt. Mein Kleiner ist jetzt 16 Monate. Na, wenn irgendwas ist, dann kommen Sie hierher. Wenn er die Brust will, er sagt es, er redet ja schon, dann kommen Sie hierher, weißt du? Und das ist auch okay. Weil ich bin Mutter, ja. Und ich stehe dazu, dass ich Mutter bin. Und das ist ein wichtiger Aspekt in meinem Leben. Und das kann ich einfach nur weitergeben. Also folge deinem Ruf, egal was die anderen sagen. Und weißt du, auch dieser Quatsch, dass Frauen, hast du mir erzählt, dass Frauen nicht im Vordergrund stehen sollen? Also das ist einfach nur Quatsch. Was soll es bedeuten? Warum sollen Frauen nicht im Vordergrund stehen? Warum nicht? Ja, es gibt ja diesen Spruch hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Ja, die kannst du auch umdrehen, diesen Spruch. Hinter jeder erfolgreichen Frau steckt ein starker Mann. Ja. Und mir ist natürlich klar, dass dieses alles, was ich lebe, was ich auch verkörpere, was ich in die Welt bringe, dass das wirklich mit meiner Familie ist. Ja, wir gehen zusammen diese Bestimmung, zusammen, ohne meine Kinder, ohne meinen Mann, wäre das niemals möglich. Niemals. Und jeder erfüllt eben einfach das, was er am besten kann. Weißt du, das haben wir immer so gemacht in unserer Familie. Wir haben immer geschaut, so, was ist das, was die Kinder an Gaben mitbringen, oder was ist das, was wir an Gaben mitbringen? Und diese leben wir nun mal. Ja, und so macht jeder, Robert sitzt natürlich so, er ist ja jetzt auch oft mit mir mal am Bildschirm, aber es hat einfach so angefangen, weil er der Techniker ist. Er kann das alles. Er macht die ganzen Webseiten und so weiter. Und so hat sich das einfach ergeben, dass er erstmal im Hintergrund angefangen ist. Und er war aber immer dabei, bei jeder Zeremonie, auch wenn ich scheinbar, ne, das denken ja viele Leute, dass ich die Zeremonien führe, weil ich spreche. Aber da geschieht doch viel mehr im Hintergrund. Ich führe die Zeremonien zusammen, Hand in Hand mit meinem Mann.
Also Ne, mein. man hat ihn immer gesehen am Feuer. Er hat immer das Feuer gemacht, habe ich gehört. Genau, und nur weil er nicht spricht, heißt das nicht, dass ich vor ihm stehe. Ne, sondern immer, immer wir im Kreis, weil er ist der Feuerhüter. Er hält den Raum, ne, damit es überhaupt möglich ist, dass ich die Menschen so mitnehmen kann und die Menschen sich hingeben können. Ne, das sind ja viele tiefgehende energetische Prozesse, die man mit dem Verstand gar nicht erfassen kann. Na, und das ist die Aufgabe von Mann und Frau. Und es kann natürlich auch umgekehrt sein. Das ist umgekehrt. Es könnte genauso auch sein, je nach Gaben und Fähigkeiten, dass der Mann, der scheinbar ist, der im Vordergrund steht und die Frau im Hintergrund und diesen Raum hält. Na, aber das heißt nicht, dass der eine wichtiger ist. Das ist Quatsch. Na, beide sind wichtig und beides darf sein. Na, und wenn man solche Sprüche macht, also dann ist man echt noch sehr im Patriarchat verhaftet, muss ich sagen. Ja, und ich denke, wie du so schön sagst, das ist gar nicht vorher so definiert, wer, sondern es geht nach Gaben und Fähigkeiten. Das ist, finde ich, ein ganz großer Schlüssel, den du sagst. Ja. Und vor allen Dingen, dass die Frau schon eine stärkere Intuition hat und schaut einfach, wo ist was nicht im Gleichgewicht. Und das natürlich auch in die Partnerschaft, in die Familie bringt. Und dass es da natürlich auch wichtig ist, dass wir nicht gegenseitig uns klein machen. Das ist ja das, was an Manipulation und Verdrehung so von außen kommt, dass wir natürlich durch die ganzen Verletzungen, die wir von Männern bekommen haben, natürlich auch Angst vor Männern haben und dass wir die versuchen dann klein zu machen. Aber das Das bedeutet nicht, stimmt. welche Stellung wir haben in der Familie, sondern wie unsere Wunde geheilt ist. Und das sind ja ganz andere Herangehensweisen an dieses Thema, finde ich persönlich. Genau, aber umgekehrt ist es auch so. Männer, die tiefe Verletzungen in sich tragen, die Trauma in sich tragen, die wollen auch keine starke Frau, beziehungsweise die haben Angst vor einer starken Frau. Warum ist das so? Wenn du eine starke Frau an deiner Seite hast und umgekehrt kannst du es genauso sehen, wenn du einen starken Mann an deiner Seite hast, also einen Mann oder eine Frau in ihrer Kraft, die spiegeln dir natürlich deinen Schmerz. Die zeigen dir in jedem Moment deinen Schmerz auf und das tut weh. Und es ist leichter, das haben wir ja auch gelernt. Wir haben gelernt, unseren Schmerz zu unterdrücken, um zu überleben. Dafür brauchen wir aber im Leben permanente Ablenkung. Wir brauchen Ablenkung durch Fernsehen, was uns dann wieder manipuliert, nicht wahr? Durch Alkohol, durch Drogen, durch Essen, durch alles Mögliche suchen wir uns Ablenkung, um irgendwie den Schmerz in uns im Schach zu halten, das Monster des Schmerzes in uns. Ja, und wie gesagt, wenn wir dann einem kraftvollen Mann oder Frau begegnen, und das muss nicht mal dein Mann oder deine Frau sein, das kann jetzt auch dieses Interview sein. Meine Güte, mit der Alicia stimmt doch was nicht. Weißt du, weil ich einfach so trigger mit meinen Worten, dann bin ich wieder die Böse oder die andere Frau ist die Böse oder sonst wer ist der Böse. Na, weil das einfach triggert. Es triggert, wie gesagt, das Schmerzmonster in dir. Und ich kann dir sagen, also ich bin ehrlich gesagt noch nie in den Menschen, außer vielleicht jetzt so diesen jüngeren Generationen von unseren Kindern begegnet, die kein Trauma haben. Ist jetzt vielleicht schockierend für manche. Also wir wissen alle, dass Trauma sehr häufig ist in unserer Welt. Aber dass alle ein Trauma haben oder die meisten von uns ein Trauma haben, das ist vielleicht für viele neu. Aber es ist einfach so, weil viele Sachen werden ja eben als normal angesehen. Ich habe eben schon vom Geburtstrauma gesprochen. Das ist ein Trauma, das sind schlimme Verletzungen, nicht nur in unserem Körper, sondern wirklich auch energetisch. Ja, und das Gleiche ist uns ja schon passiert bei unserer eigenen Geburt. Wir haben auch oft auch gewaltvolle Geburten erlebt. Ich bin auch mit der Sauglocke aus meiner Mutter gezogen worden. Meine Mutter ist auch unter Drogen gesetzt worden. Einleitung ist auch Gewalt, Trauma. Ich bin sofort von meiner Mutter getrennt worden. Du bestimmt auch, Kathleen, oder sofort Nabelschnur durchtrennt. Das ist auch ein Trauma, ein Trennungstrauma. 9 Monate im Bauch der Mutter und dann bam, erstmal Nabelschnur durchtrennen. Keine Zeit geben, keine erstmal Mama begrüßen. Also das ist furchtbar, was da geschieht. Und wir, ich bin mir sicher, du auch, Kathleen, wir sind dann ja noch in diese Säuglingszimmer gekommen. Und sind nur alle 4 Stunden, das war egal, ob DDR oder nicht DDR, alle 4 Stunden nur zu unseren Müttern gebracht worden. Was meinst du, was das ist? Ich habe das identifiziert, dass das ein Trauma ist. Als Kind wurde mir das schon gezeigt. Jedes Mal, wenn ich krank war, wenn ich Fieber hatte, und das hatte ich oft als geimpftes Kind,
hatte ich einen Albtraum. Immer den gleichen Albtraum. Mama saß neben meinem Bett und hat mich gefragt, was hast du denn? Was hast du denn geträumt? Und ich habe immer nur gesagt, Mama, ich weiß nicht, das ist so schrecklich, es fühlt sich alles so schlimm an. Und als ich Teenager wurde, war dieser Traum dann weg. Und als ich dann hier eingeweiht wurde, ist dieser Traum gekommen in einer Meditation. Und da habe ich gesehen, das war meine Geburt. Wow, krass. Und von wegen, wir erinnern uns nicht. Natürlich erinnern wir uns. Vielleicht nicht bewusst, aber das ist alles in uns. Und da habe ich gesehen, wie schlimm die Geburt wirklich für mich war. Sie war schlimm für mich. Richtig, richtig schlimm, sodass ich da jahrelang von geträumt habe, bis ich es lösen und heilen konnte, bis ich auch diese innere Säuglings- und Kindarbeit gemacht habe. Auch dieses nicht getragen werden von unseren Müttern, das nicht im Bett schlafen mit unseren Müttern und Vätern, das ist alles Trauma. Das Trauma geht weiter in der Schule, ne, wo wir gezwungen werden, Dinge zu lernen, die uns gar nicht entsprechen, die unserer Bestimmung nicht entsprechen, wo wir stillsitzen müssen. Das entspricht nicht den Kindern. Guck mal, da darf doch dieser freie, wilde Aspekt in uns gar nicht leben. Und wie willst du denn als Frau oder als Mann in deine Kraft kommen, wenn du deine Kindheit nicht mal du selbst sein durftest? Wie soll das denn bitte schön geschehen? Du darfst nicht frei und wild und spielerisch, du darfst gar nicht die Welt entdecken. Immer wird dir einer davor gehauen. Du bist zu laut. Du bist nicht brav genug. Hör auf zu heulen. Wir durften nicht mal unsere Gefühle leben. Und dann, wie gesagt, dieses ständige Stillsitzen und brav sitzen, das ist gegen unsere Natur als Kind. Und dann. Ja, dann nach der Schule sollen wir dann plötzlich erwachsen sein und einen vernünftigen Job lernen und das dann den Rest unseres Lebens machen. So, und dann sitzen wir dann da, wissen gar nicht, wer wir sind, durften ja sowieso nie wir selbst sein. Und dann sollen wir irgendwie in der Welt funktionieren, uns einen Partner suchen und eine Familie gründen. Und dann habe ich einen Partner, eine Partnerin und dann stehen wir einander gegenüber. Und in Wirklichkeit stehen sich dann da zwei verletzte innere Kinder gegenüber. Ja. Und dann geht der Schmerz weiter, den wir dann auch noch an unsere Kinder weitergeben. Und so stehen wir gerade als Menschheit da. Und das soll jetzt echt nicht negativ klingen, klingt es vielleicht. Aber das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist das Zeitalter der Trennung, in dem wir sind und waren oder an deren Ende wir sind. Weil wir sind ja jetzt im Wandel. Das heißt, jetzt ist die Chance, genau das alles anzuschauen, auch wenn es wirklich schmerzhaft ist. Und wir manchmal denken, oh mein Gott, wie können wir das alles in die Heilung bringen? Das Gute ist, wir können es in die Heilung bringen. Das Gute ist, wir können erwachsen in unsere Kraft. Na, wir können diese alten Wunden heilen und damit abschließen und wirklich echt Frau und echt Mann sein und wieder uns neu begegnen in unserer Urkraft. Und je mehr du in deine Kraft kommst als Frau, als Mann, desto mehr willst du auch einen Mann oder eine Frau in ihrer Kraft. Na, dann gibst du dich gar nicht mehr mit weniger zufrieden. Na, und so ist es natürlich ein Weg, den Mann und Frau jetzt auch gemeinsam gehen können. Manchmal geht einer voran. Das ist auch völlig okay. Und jeder entscheidet sich natürlich selbst. Ich meine, klar, manchmal gehen Beziehungen auch auseinander, wenn der eine eben nicht mitgehen will. Auch das passiert. Aber über lange Zeit ist es natürlich auch schwierig, wenn sich einer immer weiterentwickelt und der andere gar nicht, dass man dann wirklich über lange Zeit zusammenbleibt, ist schwierig. Ja, aber man muss ja auch die Hoffnung nicht so schnell aufgeben, ne? Ja, das finde Manchmal, ich auch. Das finde ich auch ja. schon wichtig, diesen Weg zusammenzugehen. Und das ist jetzt so eine Zeit des Erinnerns. Und das hast du immer, du sagst es jetzt so oft und das will ich nochmal so aussprechen. Wir haben vergessen, jetzt ist aber die Energie so, dass wir uns erinnern. Also die Schule und alles, was wir so erlebt haben, hat uns ja, wir wissen ja gar nicht, was unsere Bestimmung ist, was uns Spaß macht, wo wir eine Gabe haben und eine Fähigkeit. Ne? Das haben wir ja vergessen durch diese Konditionierung. Und jetzt ist so eine Qualität des Erinnerns, dass man wirklich, zum Beispiel bei mir ist es jetzt, dass ich Fragen stelle. Ja, ich kann mich als Kind erinnern, ich habe eigentlich nur aus Fragen bestanden, immer nur Fragen gestellt. Ja, Aber und dann hast du jetzt einen richtigen Job. Also hast du deine Bestimmung gefunden. stehe Siehst du, das früh. hat dich schon vorbereitet. Genau, und ich stehe früh auf und dann habe ich 10 Fragen und dann habe ich gedacht, ja, der Alicia muss ich die jetzt stellen. Und so geht es mir nicht jeden Tag, aber jeden zweiten, dritten Tag. Ich habe so viel Futter für diese Harmony Talks. Und das ist ja wirklich das, dass wir uns jetzt erinnern und wir Frauen auch diesen Impulse in die Welt bringen, weil wir sind wirklich, unsere Intuition ist wirklich also so einmalig, das zu erleben. Das ist so ein
cooles Gefühl, das ist so ein kreatives Gefühl, ja, es ist so ein lebendiges Gefühl, also das, was ich jetzt gerade erlebe und das einfach dafür offen zu sein und sich Inspiration zu holen und danke, Alicia, dass du das einfach nochmal so alles in Worte fasst, also ich habe das Gefühl, ich brauche dich eigentlich gar nichts fragen, ich brauche das nur alles denken und dann sagst du es schon, es ist so schön, wir sind Es doch kommt, alle weil wir verbunden sind. verbunden, Weißt du, das ist ja. ja auch dieses, was so vergessen wurde. Wir Frauen, wir sind ja auch über unsere Schoßräume miteinander verbunden. Und das wussten die Frauen damals, ne? Und der Urvölker. Wir haben ja auch das, unser Blut ist ja sehr heilig. Und auch da hat man uns ja erzählt, die Kirche, die hat ja wirklich erzählt, die Frau ist unrein. Wenn sie blutete, durfte man sie 7 Tage nicht berühren. Na, oder auch nach der Geburt. Frau war unrein. Da musste Frau gerettet werden, weil sie ja so unrein war. Also das ist, was da erzählt wurde, ist einfach erschreckend. Und dieses Blut, wie gesagt, ist heilig. Das ist die Lava. Lava unserer Mutter Erde. Das ist unsere Urkraft, unsere Schöpferkraft, die sich damit zeigt. Und Frauen sind sehr kraftvoll. Besonders während ihrer Mondzeit sind sie miteinander sehr, sehr verbunden. Und ich fand das so schön, das möchte ich nur mal gerade teilen. Wir hatten ja unser Ältestentreffen hier vor Ort in Guatemala im November, Dezember. Und eine der Ältesten aus Kanada, die hat eine Pfeifenzeremonie mit uns gemacht. Und die Pfeife, die heilige Pfeife, ist ja auch etwas sehr Heiliges für die Natives von Nordamerika. Und sie haben ja die weiße Büffelkalbfrau. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie sie als Göttin bezeichnen. Ich würde sie aber als Göttin bezeichnen. Ne? Ja, die kam und die hat all die heiligen Rituale zu den Natives gebracht. Und eines davon ist, wie gesagt, dieses Pfeifenritual und der Pfeifenstiel, nennt man das so. Ich möchte nichts Falsches sagen, ja. Also dieser Pfeifenstiel ist eben die männliche Kraft. Ne? Und der Pfeifenkorb, wo man den Tabak reinstopft, ist das Weibliche, der Schoß. Also auch wieder diese Vereinigung von weiblich-männlich. Und dann fragte sie vor der Zeremonie, ob es Frauen gibt, die bluten. Und tatsächlich waren zwei Frauen, die gerade angefangen hatten, an dem Tag zu bluten. Und dann hat sie gesagt, ihr dürft nicht teilnehmen. Dann natürlich erstmal kommen erstmal wieder so, oh, wieder mal wir Frauen, ne, oh. Und oh, da kommen dann schon solche Gedanken, die ja auch im Kollektiv verankert sind, unrein, unrein. Weißt du, es kommt, ist einfach so da, auch wenn sie das gar nicht gesagt hatte. Und dann habe ich natürlich gleich gefragt, sie gebeten, uns zu erklären, warum. Und dann hat sie gesagt, die heilige Pfeife ist sehr heilig. Sie kommt von der weißen Büffelkalbfrau. Und sie ist sehr machtvoll. Weil in der Pfeifenzeremonie sprichst du Gebete, während du den heiligen Tabak rauchst. Und diese Gebete werden zur Göttlichkeit transportiert und werden auch gehört. Ja, es ist also was sehr, sehr Heiliges, wo man im Kreis miteinander verbunden ist. Und Frau, wenn sie blutet, ist jedoch kraftvoller als die Pfeife. Und deshalb kann sie nicht dabei sein. Und da siehst du, wie die Urvölker die Frau gesehen haben. Sie haben ihre Urkraft gesehen. Und gerade wenn sie blutet, ist sie so mit dieser Urkraft verbunden. Deswegen haben sich Frauen ja früher dann auch zusammengeschlossen in Mondzelten, Mondhütten und zusammengeblutet, haben ihre Kraft damit nochmal verstärkt durch diese Urverbindung der Schoßräume untereinander und haben dann auch Visionen in dieser Zeit für die gesamte Gemeinschaft, das ganze Dorf empfangen. Ne? Und das ist wichtig, dass wir Frauen das wieder erkennen. Und Frauen in dieser Zeit sind natürlich auch besonders aufnahmebereit. Das heißt, du öffnest dich ja, weil dein Blut fließt. Das ist wie eine kleine Geburt. Du öffnest deine gesamten Energiefelder. Das heißt, deswegen sollten Frauen auch unter sich bleiben. Weil wenn sie dann arbeiten gehen, dann sind sie besonders empfänglich, all die Energien ihres Umfeldes aufzunehmen. Na, und wenn sie dann wirklich in PMS fällt, das ist nichts anderes als das Andocken an das Schmerzkörper der Frau, dann kann sie auch manchmal richtig garstig werden. Und weil sie dann aber so machtvoll ist, können ihre Worte, ihre Energien dann wirklich verletzen. Na, deswegen ist es wichtig für alle, diese Heiligkeit der Frau wieder zu achten und dass Frau wirklich diesen Raum hat, sich dann zurückzuziehen. Ja, weil dann kann sie diese Kraft wirklich für das Gute in dieser Welt und in ihrem Leben nutzen.
Na, aber das sind eben die Sachen, wo wir uns wieder erinnern müssen und aufhören müssen, immer noch zu glauben, wir als Frauen sind schlecht, wir sind weniger wert, wir müssen uns hinter dem Mann verstecken. Ja, also ehrlich, da geben wir echt die Hutschnur hoch, ne? Wir sind bei solchen Sprüchen. Aber ich meine, letztendlich können wir dankbar sein für diesen Spruch, denn deswegen haben wir ja jetzt dieses Gespräch, nicht wahr? Also wenn dieser Spruch nicht getätigt worden wäre, würden wir uns jetzt hier nicht unterhalten. Ja, das ist ja nicht nur ein Spruch, das ist eine gesamte Orientierung auf traditionelle Werte, dass das eben früher mit dem Familienzusammensein, mit Rolle Mann und Frau einfach besser war, als wie jetzt alles verdreht und manipuliert ist. Doch wenn du sagst, dass schon Ende der 70er Jahre eigentlich der Maya-Priester gesagt hat, hier ist alles komisch, dann war das auch schon damals nicht gut. Also kann man auch in Frage stellen, ob die gesamten traditionellen Werte überhaupt richtig waren, das Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Ich habe jetzt gestern eine Werbung gesehen, wo sie über Dr. Oetker in Werbung gemacht haben, wo die Frau kam und dann gesagt wurde in der Werbung, also Frauen haben zwei Probleme. Das ist einmal, was sie trägt, also welche Kleidung sie hat und wie sie ihrem Mann am besten das Essen zubereiten kann. Das sind die zwei Probleme der Frauen. Und das waren das traditionelle Rollenverhalten zwischen Mann und Frau in der Familie. Und da würde ich jetzt in Frage stellen, ob das denn nicht schon manipuliert und verdreht war und ob jetzt eine ganz andere Verzerrung stattfindet, nur um es anders zu machen. Also, dass man jetzt sagt, modern ist viel besser, dabei ist es genauso verdreht und manipuliert wie damals, ja. Und dass das, worum es wirklich geht, nie wirklich gelebt wurde, jedenfalls so lange, wie wir uns erinnern können. Also, es ist natürlich so, weißt du, du kannst es auch nicht verallgemeinern. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man lebt, wo man lebt, als Stamm, also wenn du auch bei den Urvölkern guckst, ne? Aber es gab natürlich schon, aber diese hundertprozentig fixen Rollenvorstellungen, die gab es nicht. Es gab auch früher, es gab auch Kriegerinnen, Frauenkriegerinnen, weißt du? Es kommt ja immer auf deine Bestimmung an. Ganz Aber genau. natürlich war es schon so, Frau kriegt die Kinder, geht nicht anders. Ist so. Und das ist Frau ja. nährt die Kinder. Das heißt, das war definitiv so immer, dass die ersten Lebensjahre waren einfach die Kinder mehr bei der Mutter. Ne? Definitiv, das war so überall. Es gibt natürlich, also man sagt ja auch, um das verstehen zu können, die Urvölker haben ja mehr matriarchal gelebt, sagt man ja. Wobei dann ja viele denken, das heißt, die Herrschaft der Mutter ist Quatsch, ist alles eine Lüge. Ich sage dieses Wort auch nur, um es verstehen zu können. Es heißt, das war das Gegenteil vom Patriarchat. Na, da haben die Menschen noch zusammengelebt. Und oftmals war es dann tatsächlich auch so bei einigen, dass man dann ins Haus der Mutter gezogen ist oder bei der Mutter immer gelebt hat. Na, und nicht umgekehrt. Die Frau ist zum Mann, die Frau hat auch nicht den Namen des Mannes angenommen oder sowas. Na, wobei, wie gesagt, verallgemeinern kann man es eben nicht. Da muss man halt nochmal tiefer schauen und mit jedem Urvolk einzeln sprechen. Und das liegt immer auch daran, wo sie gelebt haben. Aber wie gesagt, generell war das Kind bei der Mutter die ersten Lebensjahre mehr, weil sie es einfach gestillt hat, die ersten 5, 6 Jahre. So, wenn das Kind dann älter wurde, es wird ja immer selbstständiger. Wenn du das Kind, so, wenn du dem Kind Wurzeln gibst durch selbstbestimmte Geburt, durch gestillt werden, dann ist das Kind auch ziemlich schnell selbstständig. Das heißt ja nicht, es klebt die ersten 6 Jahre an dir. Aber du bist einfach die wichtigste Bezugsperson. Aber dann rennt das Kind ja, das ist ja so wie bei uns, wir leben ja auch in einer kleinen Gemeinschaft hier. Die rennen einfach zusammen rum, die spielen zusammen, machen sie dies, dann machen sie das, dann kommen sie mal wieder zu uns, ne? Also sie sind immer mittendrin. Und früher hat man natürlich dann auch noch mit mehreren Erwachsenen gewohnt, da war also immer jemand da. Aber wie gesagt, erste Bezugsperson und wo die Kinder geschlafen haben, die Mama. Und dann kommt es natürlich darauf an, okay, wenn du dann in dein Frausein kommst, dann bist du natürlich, wirst du natürlich von den Frauen eingeweiht als Frau, schon klar, von den weisen, ältesten Frauen. Und als Mann, wenn du vom Junge ins Mannsein kommst, dann wirst du natürlich ins Mannsein eingeweiht. Und natürlich berücksichtigte man immer, was sind deine Gaben und was sind deine Fähigkeiten. Das hat man aber eigentlich schon von klein auf gemacht. Also zum Beispiel bei meiner Lehrerin hat der Großvater, der Hebamme war, der hat schon von gesehen bei ihrer Geburt, dass sie Maya-Priesterin ist. Na, und hat es natürlich auch den Eltern weitergegeben. Und die Mutter war ja, von Nana war ja Hebamme
Die hat dann auch bei ihren Enkeltöchtern schon die Gaben gesehen und hat die schon als kleine Mädchen, da waren die so 4 Jahre alt, mitgenommen, weil zum Kräuterpflücken und, weißt du? Also da hast du ja von klein auf schon gelernt, wer du bist und bist in die Richtung geführt worden. Und das war natürlich auch die Aufgabe der Eltern, aber auch der gesamten Familie und Gemeinschaft, weißt du, das Kind zu unterstützen. Und also das war nicht so wie in der heutigen Kleinfamilie, dass nur Mama und Papa zuständig sind. Wie gesagt, klar, Mama, solange sie stillt, natürlich erste Bezugsperson und der Vater natürlich auch, aber dann aber auch die gesamte Gemeinschaft. Also deswegen kannst du das nicht so richtig verallgemeinern. Und es gab immer Frauen, die im Vordergrund standen. Also das findest du eigentlich bei allen Urvölkern, auch wenn es männliche Herrscher natürlich gab. Das hat mir auch mal ein guter Freund der Inka erzählt. Es war immer der Großmutterkreis da, der Ältestenkreis. Kreis von weisen Frauen. Das heißt, die letzte Entscheidung hat immer der Kreis der weisen Frauen getroffen. Und das weiß ich auch zum Beispiel von den Guanchen und von vielen Urvölkern. Das waren oft weibliche Priesterinnen. Auch nicht immer, aber ganz, ganz oft. Die einfach dem König oder auch der Königin an der Seite standen. Also wieder diese vereinte Frauenkraft. Ne? Es gab natürlich auch männliche Priester, ne? So wie es männliche Hebammen gab, habe ich gerade gesagt. Und zum Beispiel die bei meiner Nana, also die ist ja wirklich noch ganz ursprünglich aufgewachsen, barfuß, ohne Schuhe, wirklich in der Natur, in Gemeinschaft. Die hat auch immer gesagt, da gab es gar keinen Neid und Konkurrenz, da haben sich alle Menschen noch geholfen. Also so ursprünglich ist sie noch groß geworden. Und da war das so, dass die Mutter war halt Maya-Hebamme und das ist schon eine große Aufgabe, die gehört auch zu den Priesterinnen. Das heißt, sie sind hier auch für das Kind zuständig, bis es 18 ist. Das heißt, auch wenn irgendein Kind krank ist oder so, also sie war eigentlich immer unterwegs. Sie hat sehr viel gearbeitet und da war der Vater zu Hause mit den Kindern. Ja. Also das ist einfach, du kannst es einfach, du kannst es nicht verallgemeinern. Sie sind immer mit ihrem Vater dann mitgegangen. Ne, der Vater war auch Maya-Priester, aber das hat er weniger gelebt, weil die Mutter einfach, ja, das stand an erster Stelle. Ja, weil sie einfach so eine wichtige, also die Hebammen gehören auch eben auch, die sind Gemeinschaftsführerinnen. Ne? Wenn da irgendwas ist, die sind dann auch Mediatorinnen und vieles, vieles mehr. Und deswegen kann man nicht sagen, das ist nicht ursprünglich. Kann man einfach nicht. Das ist einfach schlichtweg eine Lüge und nichts mehr. Da hat man nicht tief genug geforscht, wenn man solche Behauptungen aufstellt. Oder man findet diese Behauptungen sehr, sehr bequem, um die eigene Frau vielleicht klein zu halten. Sollte man mal überlegen. Oder weil man Angst hat vor der weiblichen Kraft, sollte man auch mal reinspüren dann als Mann. Aber genauso natürlich, wir Frauen sind auch eingeladen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Männer in ihre Kraft kommen. Das stimmt. Viele, viele Frauen haben auch Angst davor, zum Beispiel vor dieser natürlichen Aggression im Mann, vor dieser Klarheit im Mann. Na, wenn ein Mann klar ist, dann wird er dann oft als aggressiv gesehen, zum Beispiel. Ja, und da müssen wir bei uns natürlich auch schauen, wo haben wir Angst vor dieser wahren männlichen Kraft und halten sie dadurch klein. Ja, kann das auch ganz klar von mir sagen. Ich hatte das auch, besonders bei meinem zweiten Sohn hat sich das gezeigt, also bei meinem zweiten Kind, der ist heute 19. Da habe ich versucht, diese männliche Kraft in ihm klein zu halten. Natürlich nicht absichtlich. Ja, wer macht das schon absichtlich oder bewusst? Es war einfach so, dass er ein sehr sensibler Junge ist, war, also auch von klein auf hellsichtig. Und dass er alleine durch seine Präsenz einfach besonders die Jungs getriggert hat. So ist ihm das passiert, er war erst 3 Jahre alt, dass er wirklich von anderen Jungs verprügelt wurde, dass sie ihm Scheiße ins Gesicht geschmiert haben, dass sie seinen Kopf an die Wand geknallt haben. Und ich habe das sogar oft gesehen und Robert, mein Mann, wollte dann immer meinem Sohn Selbstverteidigung zeigen. Ja, und ich habe das immer geblockt. Ich habe es immer geblockt. Nein, mein Sohn darf kein Schläger werden. Nein, das kann man auch anders lösen. Boah, 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 boah. Also ich habe diesen Aspekt der Männlichkeit in ihm nicht zugelassen. Und ich kann natürlich heute sagen, ja, aus Angst vor meiner eigenen Kraft letztendlich, ne, vor diesem eigenen Aspekt des Grenzenstellens hatte ich Angst. Und ja, bis mein Sohn das nicht mehr mitgemacht hat. Da war er 12 Jahre alt. Und da haben sie ihn wieder mal angegriffen, haben einen Kreis um ihn gebildet und ihn bedroht. Und hat er ausgeholt und hat
den Redeführer dort geschlagen. Und er ist dann nach Hause gekommen, hat mir das auch halt sofort erzählt und ich dann, meine erste Reaktion, also ich habe nicht zu ihm gesagt, ich habe nur gedacht, oh mein Gott, jetzt wird mein Junge ein Schläger echt so total blöd. Und dann habe ich mit meinem Mann gesprochen, mit meinem Bruder gesprochen und mit einem anderen Freund gesprochen. Und dann war ich endlich mal in der Lage, ihnen zuzuhören. Also das heißt, ich habe meinen Mann, nicht nur meinen Sohn, sondern ja auch meinen Mann blockiert, der meinem Sohn ganz klar zeigen wollte, was es bedeutet, auch diesen Aspekt der Männlichkeit zu leben, sich selbst zu schützen und zu verteidigen und damit auch das Leben zu schützen und zu verteidigen. Ja, also ich habe die beide klein gehalten damit und naja, und dann habe ich endlich zuhören können und dann habe ich das verstanden und worum es eigentlich geht. Und dann habe ich das für mich wirklich heilen können. Mein Sohn hat sich danach nie wieder geprügelt, interessanterweise, ne? Und es ist ihm auch nie wieder passiert, dass er bedroht wurde. Die hatten danach absoluten Respekt vor ihm und haben ihn dann plötzlich als einer von ihnen akzeptiert. Ja, das war schon sehr, sehr interessant. Also das, deswegen einfach nochmal an alle Frauen, ne, das alles, was ich hier gesagt habe, gilt natürlich auch für euch. Ne? Wie gesagt, es geht nicht darum, hier den Mann als den Bösewicht darzustellen, ne, sondern es geht darum, dass wir alle, egal ob Mann oder Frau, wirklich wieder Verantwortung übernehmen und unsere Anteile anschauen, heilen und entdecken, so, wer sind wir denn jetzt? Ja, das stimmt. Alicia, das war ein schönes Schlusswort. Es ist wirklich an uns, achtsam zu sein und ja, und unseren eigenen Weg und unsere Lektionen zu lernen, ne? Weil dann ist das nämlich gelöst, dass der So Konflikt ist es. Thema. Vielen Dank, Alicia. Ja, danke dir. Danke dir. Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.